Dieses auf dem Rückstoßprinzip basierende Spielzeug gibt es in zwei Bauformen. Einerseits als Knatter- oder Tuk-Tuk-Boot, wo ein Messingblech über dem Reservoir auf und ab schwingt und dann wie bei einem Knackfrosch dieses Geräusch erzeugt. Die andere Bauform besteht aus einem aufgewickelten Röhrchen, wobei auch hier beide Enden nach hinten gehen. Und da wird die Wicklung dann geheizt. Das Wasser strömt dann periodisch durch beide Öffnungen aus und ein, wie hier in Wikipedia gut erklärt ist. Also durch das Heizen entsteht Dampf. Der Dampf presst dann das Wasser nach hinten und dann fällt der Dampfdruck zusammen, dann strömt wieder Wasser rein und kühlt noch ein bisschen und dann beginnt der Prozess wieder von vorne. Dieses Spielzeug hat einige physikalische Aspekte, die interessant sind und immer wieder in Publikationen auftauchen. Leider sind die Erklärungen zum Teil mangelhaft bis sehr falsch, wie hier in dieser Publikation aus dem Jahre 1990. Das war eine schöne Zeichnung, dem Reservoir, dann den beiden Röhrchen, wo das Wasser gleichzeitig rausströmt und wieder reinströmt. Da wird argumentiert, dass beim Rein- und Rausströmen des Wassers das Schiff eine Gegenbewegung machen soll. Das heißt, das Schiff sollte nach dieser Vorstellung einfach nur hin und her schwingen. Beobachten tut man aber etwas anderes, nämlich immer wenn das Wasser rausströmt, bewegt sich das Schiff vorwärts. Wenn es reinströmt, passiert eigentlich gar nichts. Man muss aufpassen bei diesen konvektiven Impulsübertragungen. Das sieht man hier bei dieser Feuerwehrübung. Da trifft also ein Wasserstrahl mit hoher Geschwindigkeit auf dieses Blech, auf diese Platte. Und einerseits wird jetzt der Feuermann zurückgeworfen, deshalb muss er gehalten werden. Andererseits wird diese Platte weggedrückt. Deshalb ist sie hier abgestützt. Wenn man die Situation umdreht, dann passiert immer noch das Gleiche. Das heißt, die Richtung des Wassers, des Wasserstrahls, hat keinen Einfluss auf die Wirkung. Die Wirkung ist immer dieselbe, ob das Wasser von rechts nach links strömt oder von links nach rechts. Schauen wir jetzt zuerst einmal ein einfaches Modell an. Wir haben also das Schiff. Und hier so eine Wassersäule, die sei vielleicht gefroren oder irgendwie ersetzt durch einen Festkörper. Die beiden Körper schwingen gegeneinander. Um die Bewegung zu analysieren, braucht man eine positive Richtung. Und jetzt schauen wir uns diese Situation einerseits im Originalbild an, andererseits im Flüssigkeitsbild. Im Flüssigkeitsbild wird der Impuls zu einer Flüssigkeit, daher der Name, und die Erde wird zu einem riesigen See, mit dem man beliebig viel Impuls austauschen kann. Die beiden Körper, also Schiff und dieser Stab hier, der das Wasser symbolisiert, werden zu Töpfen. Und die Masse, also hier Masse des Wasserstabs und hier Masse des Schiffs, die werden zum Querschnitt dieser Töpfe. Jetzt habe ich hier so ein ideales Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm gezeichnet. Also rot ist die Bewegung des Schiffs, also zuerst Vorwärtsgeschwindigkeit, nachher rückwärts. Und blau ist die Geschwindigkeit in Funktion der Zeit des Wasserstabs. Jetzt schauen wir uns eine erste Situation an bei 0,05 Sekunden. Und da sehen wir, dass jetzt die Geschwindigkeit zur Füllhöhe wird. Der Impulsinhalt ist dann Grundfläche oder Querschnitt mal Füllhöhe. Also das ist jetzt negativer Impuls und das ist positiver Impuls. Wir sehen aber auch, dass hier die Geschwindigkeit ansteigt und hier wird die Geschwindigkeit noch kleiner. Das heißt, im Bild ist dann die Beschleunigung selber eine Geschwindigkeit. Das heißt, der Pegel steigt hier mit dem Wert der Beschleunigung und hier sinkt der Pegel. Der Pegel kann hier aber nur sinken, wenn hier Impuls weggeht und dahin. Das heißt, in dieser Situation haben wir
diese Geschwindigkeiten. Wir können die Beschleunigung hier als Steigung erkennen oder hier als Geschwindigkeit und wir sehen oder wir folgen, dass der Impuls jetzt hier weggeht, weil hier sinkt das Niveau und er geht hier hin. Übersetzen wir diesen Impulsstrom zurück ins Originalbild, dann können wir sagen, der Impuls strömt aus diesem Wasserstab ins Schiff durch die Feder. Und weil die Feder beim Auseinanderfahren der beiden Körper auf Druck belastet ist am Anfang, können wir eine Regel aufstellen, wenn der Impuls vorwärts fließt, dann ist das Material auf Druck belastet. Das ist in der Feder so, das ist aber auch in diesem Stab so. Wir können noch etwas anderes sehen. Wenn der Impuls den Berg hinauf fließt, dann muss Energie zugeführt werden. Und diese Energie kommt von der Feder. Das heißt, wir haben eine Impulstrennung und die Energie zum Trennen kommt aus der Feder. Eine Viertelperiode später, also bei 0,15 Sekunden, da ist die Feder gespannt, weil die Fläche unter den Kurven, das gibt die Strecke, um die sich die Körper vorwärts und rückwärts bewegen. Und weil jetzt hier die Geschwindigkeiten wieder abnehmen, muss die Feder mittlerweile gespannt sein. Die Geschwindigkeiten sind immer noch gleich wie vorher, deshalb die gleichen Füllhöhen. Aber weil jetzt hier die Geschwindigkeit abnimmt, also negative Beschleunigung, hier die Geschwindigkeit zunimmt, also positive Beschleunigung, muss der Impulsstrom diesmal von rechts nach links fließen. Übersetzen wir das zurück ins Originalbild, dann können wir sagen, der Impuls fließt jetzt durch die Feder rückwärts und durch den Stab rückwärts. Und weil hier alles auf Zug belastet ist, gibt uns das eine zweite Regel. Wenn der Impuls rückwärts fließt, dann ist das Material auf Zug belastet. Weil der Impuls den Berg hinunter fließt, wird Energie freigesetzt und im Moment wird die Feder weiter gespannt und nimmt diese Energie auf. Schauen wir uns noch eine Viertelperiode später die Situation an. Mittlerweile ist der Flüssigkeitspegel hier infolge Impulszufuhr stark gestiegen. Der Stab geht jetzt wieder vorwärts und das Schiff geht wieder rückwärts. Jetzt können wir sagen, weil der Pegel im Stab, also der Impuls im Stab noch weiter zunimmt und im Schiff weiter abnimmt, muss der Impuls hier von rechts nach links fließen, also immer noch wie skizziert. Die Regel gilt immer noch, wonach Impuls rückwärts fließt und das Material auf Zug belastet ist. Aber von der Energie her zieht sich jetzt die Feder zusammen und die Feder liefert jetzt die Energie, um den Impuls hinauf zu pumpen. Kommen wir zur letzten Situation, also vierte Periode. Die Geschwindigkeiten sind immer noch gleich, aber im Stab, im Wasserstab nimmt die Geschwindigkeit ab, im Schiff nimmt die Geschwindigkeit wieder zu. Deshalb fließt der Impuls jetzt vorwärts und vorwärts bedeutet, der Impuls fließt durch die Feder und drückt diese zusammen. Von der Energie her, weil die Feder zusammengedrückt wird, muss Energie freigesetzt werden. Und das ist die Situation, die in diesem Aufsatz, den ich vorher gezeigt habe, quasi angesprochen wird. Also wenn ein Stab hin und her schwingt, dann schwingt auch das Schiff im Gegentakt hin und her. Weil durch die Impulserhaltung gilt, sind diese Füllhöhen, also die Geschwindigkeiten, umgekehrt proportional wie die Massenverhältnisse. Wir können noch etwas anderes sehen im Flüssigkeitsbild, das nur als Nebenbemerkung. Die potenzielle Energie entspricht dann in Tat und Wahrheit der kinetischen Energie, nämlich Impulsinhalt mal mittlere Pumphöhe, also Masse mal Geschwindigkeit mal halbe Geschwindigkeit. Zurück zum Schiffchen.
Wenn jetzt das Wasser wirklich weggeht und wieder kommt, dann haben wir nicht vier Phasen, sondern wir haben nur die erste Phase, die ich gezeigt habe, und die letzte. Das heißt, wir haben also nur diesen Fall hier und wir haben diesen Fall hier. Und die beiden mittleren Phasen fehlen, und deshalb kann man sagen, dass das Schiff in beiden Phasen, erste und vierte, vorwärts gedrückt würde, weil die Impulstrennung passiert immer von hinten nach vorne. Also insofern ist diese Argumentation, dass das Schiff hin und her schwingen würde, schon mal nicht korrekt. Schauen wir uns die weitere Argumentation an. Also hier wird das Ausfließen mit diesem Jet besprochen und da wird dieser Impuls eingezeichnet. Aber wenn man die Situation spiegeln würde, habe ich gesehen, bei diesen Feuerwehrmännern, dann würde sich nichts ändern. Die Argumentation ist etwas vage. Dann die zweite Situation beim Ansaugen des Wassers wird dann so erklärt, und diese Argumentation ist schlichtweg falsch, wie ich dann zeigen werde, weil hier wird nur mit dem Impuls als Vektor argumentiert, und zwar außerhalb des Bootes. Und das hat keinen Einfluss auf die Wechselwirkung oder keinen direkten Einfluss auf die Wechselwirkung mit dem Boot. Wenn man nämlich Mechanik betreibt, dann sollte man in erster Linie mal diese alten und nicht mehr brauchbaren newtonschen Gesetze vergessen und sagen, wir sind im 21. Jahrhundert. Wir wissen, Impuls und Energie sind die Grundgrößen der Translationsmechanik. Weil der Impuls ein Vektor ist, braucht man ein Koordinatensystem. Und wenn man jetzt so ein offenes System hat, das ist ein offenes System wie eine Rakete oder ein Strahltriebwerk, dann braucht es primär mal eine saubere Impulsbilanz bezüglich dieses Systems. Ich mache die Impulsbilanz in x-Richtung. Da wäre mal die totale Oberflächenkraft plus ein konvektiver Impulsstrom durch diese beiden Röhrchen da. Und ein konvektiver Impulsstrom ist immer Massenstromstärke mal die Geschwindigkeit der entsprechenden Komponente. Und diese beiden Impulsaustauschformen, das gibt dann die Änderungsrate des Impulsinhalts in x-Richtung. Die Oberflächenkraft ist hauptsächlich hier der Strömungswiderstand, wenn sich das Schiff vorwärts bewegt. In z-Richtung haben wir wieder eine Oberflächenkraft, das ist einfach der gesamte Impulsaustausch an der Oberfläche. Plus etwas völlig anderes, die Gewichtskraft. Die Gewichtskraft ist eine Feldwirkung, ein volumenmäßiger Impulsaustausch. Ich habe jetzt hier gerade Masse mal Gravitationsfeldstärke geschrieben. Und das gibt die Impulsänderungsrate in Z-Richtung. Die Oberflächenkraft ist hier übrigens dann der statische Auftrieb. Das ist eigentlich das Grundgesetz der Mechanik, nämlich die Impulsbilanz mit drei Formen des Impulsaustausches, nämlich die Kräfte der Oberflächen, dann die Gravitationskraft als eine Art Feld- oder Scheinkraft plus die konvektiven Impulsströme. Dann braucht es als Nebenbilanz noch eine Massebilanz, nämlich der Impulsstrom ist gleich der Massenänderungsrate. Und dann kommt noch der Schwerpunkt dazu, eigentlich ein Kapazitivgesetz, dass eben der Impulsinhalt Masse mal entsprechende Geschwindigkeit des Massenmittelpunkts ist. Wenn man Schwerpunktsatz oben einsetzt, dann keine offenen Systeme nimmt, also einen konvektiven Impulsstrom weglässt, dann bekommt man das zweite Newtonsche Gesetz. Aber das ist so ein Hybrid. Damit würde ich aufhören im Unterricht. Gut, das sind die Grundzusammenhänge für offene Systeme, also Impulsbilanz, Massebilanz, Schwerpunktsatz. Damit kann man Triebwerke und Raketen und alles rechnen. Gehen wir zurück zur Problematik dieses Schiffchens. Ich mache jetzt keine vollständige Bilanz, sondern ich konzentriere mich jetzt hier auch auf
das Rohrende. Und um den Impulsaustausch zu charakterisieren, braucht es auch hier eine Referenzfläche. Eine Referenzfläche ist immer orientiert. Ich orientiere nach innen, damit diese Impulsbilanz so aussieht. Die Frage ist, wie groß ist jetzt der Impulsstrom, der hier durchgeht, infolge des Wassers? Nun, der totale Impulsstrom durch die Fläche A ist einerseits der konvektive Impulsstrom, andererseits die Druckkraft. Der konvektive Impulsstrom ist Geschwindigkeit mal Massenstrom. Der Massenstrom ist Dichte mal Querschnitt mal V, auch Vx. Das hängt jetzt mit der Orientierung der Referenzfläche zusammen, ob es Plus oder Minus Vx ist. Und dann bekommt man hier diesen Ausdruck, also Rho Vx² mal A. Und da sieht man, durch das Quadrieren entsteht eben die Aussage, dass konvektiv, das heißt durch einen Wasserstrahl, kann Impuls immer nur vorwärts transportiert werden. Deshalb ist die Situation mit den beiden Feuerwehrmännern symmetrisch, ob man das dreht oder ob man es so lässt, wie es im Original ist. Die Druckkraft ist dann der Überdruck, PE ist P-effektiv, also der Überdruck mal die Fläche. Weil beides mal Fläche ist, habe ich das ausgeklammert. Nun, in dieser Situation bei einem Freistrahl ist der Überdruck hier drin ungefähr praktisch gleich wie der Druck außenrum. Das heißt, der Überdruck ist 0. Das heißt, in dieser Situation haben wir genau diesen Term. Wir haben einen Zustrom, der Impuls kann nur vorwärts fließen. Wir haben einen Zustrom von Impuls ins Schiff hinein. Da sind wir uns ja einig mit diesem Aufsatz von vorher. Nun beim Ausströmen, das hat gar nichts mit diesen Pfeilen zu tun. Da nehmen wir jetzt zwei Referenzflächen. Eine mal diese Strömung herum und eine, die ich da oben schon hatte, quer im Röhrchen drin. Und jetzt haben wir einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Ausströmen. Hier kommt ein Freistrahl raus, wobei im Innern der Druck gleich ist wie außen, da wird sehr viel Energie dissipiert. Hier wird Wasser angesaugt aus einer größeren Umgebung. Und damit das Wasser angesaugt werden kann, braucht es hier einen Unterdruck. Und dazu nehmen wir den Satz von Bernoulli, was eine Energiebilanz plus Stationärbetrieb plus Volumenbilanz ist. Aber der Satz von Bernoulli sagt, der statische, also der hydrostatisch messbare Druck plus, den nennt man auch manchmal Staudruck, dass die beiden Terme, das sind eigentlich Energietherme, in der Fläche 1 irgendwo gemessen und in der Fläche 2 irgendwo gemessen gleich sind. Nun können wir aber sagen, da draußen ist der Überdruck, passiert druckmäßig nicht viel, ist der Überdruck auch gleich 0, also ist der Druck wie überall ums Schiff herum. Und die Strömungsgeschwindigkeit, das ist kein Vektor hier, das ist jetzt nur ein Skalar, weil das wird ja hier quadriert. Dies ist der Betrag der Strömungsgeschwindigkeit, ist praktisch 0 da draußen, weil die Fläche sehr groß ist. Bei der Fläche 2, irgendwo gemessen, haben wir diesen Ausdruck, muss ja gleich diesem Ausdruck sein, das ist die Aussage des Satzes von Bernoulli. Und weil das 0 ist, muss das ja auch 0 sein, also können wir sagen, der Druck hier drin in der Referenzfläche beim Eintritt ist kleiner als der Umgebungsdruck, und zwar um diesen Betrag. Jetzt können wir das hier wieder oben einsetzen. Das 2 lassen wir weg und für 2 beim V schreiben wir wieder x. Dann bekommen wir die Aussage, der Impulsstrom ist immer noch vorwärts, aber deutlich kleiner, also mindestens nur halb so groß wie beim Ausströmen. Also die Vermutung, dass wenn das Wasser rausströmt oder wenn es reinströmt, dass das
eine gegenteilige Bewegung zu folgen hat, ist schlichtweg falsch, wie man bei diesen Feuerwehrmännern auch sehen kann. Ob man das Wasser aus der Düse rausspritzen lässt oder ob man vom Wasserstrahl getroffen wird, hat den gleichen Effekt. Man wird einfach zurückgeworfen. Das würde hier auch gelten. Also wenn hier ein Freistrahl reingehen würde, dann gäbe es genauso einen Vorwärtsantrieb, wie wenn der Freistrahl rausgeht. Das hängt unter anderem mit diesem Quadrat zusammen. Aber weil wir hier eine ganz andere Situation haben, entsteht hier zwangsweise ein Unterdruck, weil die Energie muss irgendwoher kommen. Und dieser Unterdruck zieht nach hinten und kompensiert den konvektiven Impulsstrom stückweise. Wieso habe ich kleiner geschrieben? Nun, ich habe mit Bernoulli gerechnet, also reibungsfrei. Wir haben hier ziemlich viel Reibung durch Wirbelbildung, Umlenkung. Und das hat zur Folge, dass der Druck noch tiefer absinkt. Und deshalb kann es sogar sein, dass der konvektive Impulsstrom plus der Leitungsarte natürlich, dass dieser totale Impulsstrom in Phase 2 sogar gegen Null geht. Also noch einmal, die Erklärung in diesem Aufsatz aus dem Jahre 1990 ist völlig falsch. Und wenn man die Ursache sucht für solche fatale Fehler, die den Schweizer Steuerzahler schon fast 1 Million Franken gekostet hat, dann ist ganz klar, es ist diese Kügelphysik mit Newton-Mechanik, diese völlig veraltete Darstellung. Und ich denke, da bietet die Systemphysik mit ihren Bilanzgesetzen, mit der sauberen Abstützung auf die Relativitätstheorie, einen neuen Weg.